Ja, hallo, wieder willkommen zu einem neuen Video. Und heute machen wir mal einen kleinen Ausflug mit dem Roller. Mal ein kleines Mini-Tour-Video. Und zwar wollen wir uns heute mal den TGB Express packen, also unseren Pizzaroller, und mal ein bisschen rausfahren. Mal gucken, wo wir landen. Ich habe jetzt noch kein festes Konzept. Aber mal schauen, es ist ein wunderschöner Frühlingstag und genau richtig für eine Tour. Auch interessant, die konnten wir offenbar hinter die Eisenbahn mitziehen. Ja, hier, Dezember 1945. War schon ein paar Tage auf dem Buckel, das Teil. Cooles Ding. Die ist leider zugeschlossen, kann man nicht rein, weil die ist innen ziemlich hübsch. Aber nun ja, fahren wir ein bisschen weiter. Jetzt werden wir von hier aus, von Haugenried aus, mal so ein bisschen in Richtung Kelheimer Forst rüber begeben. Mal schauen, was wir da noch alles entdecken. Hier dürfen wir nicht weiterfahren, müssen wir den Roller da lassen. Gehen wir mal ein bisschen im Wald spazieren. So, mal gucken, laut schlauer Geocaching-App ist hier in der Nähe ein Geocache versteckt. Schauen wir, ob wir den finden. So groben Anhaltspunkt habe ich schon. Na, mal sehen. Oh, ein bisschen ab vom Weg. Der umgefallene Baum hier macht es nicht einfacher, aber ich habe ihn gefunden. Schon relativ schnell. Ich habe nur ungefähr 10 Minuten gesucht. Mal die Äste ein bisschen weg. Ich schätze mal, das Holzstück liegt hier absichtlich. Das nicht ganz so offensichtlich ist. Und da ist er ja. Schauen wir mal rein. Ach je, das ist ja ein ganz bunter Cache. Mal gucken, was da alles drin ist. Da hat er einen ganzen Spielwarenladen herin. Kann man da einen Pinguin? Hey, wir haben sogar einen Edelstein, einen Diamanten. Aber ich fürchte, der ist nur aus Plastik. Eine Prinzessin. Und leider auch jede Menge Wasser und Dreck. Sollen wir mal den Cache auch ein bisschen sauber machen, ein bisschen trockenlegen. Uns ins Logbuch eintragen und dann verschwinden wir wieder. Aber sauber und trocken ist es wieder. Zum Tauschen habe ich leider nichts, deswegen lassen wir alles da. Tragen wir uns noch ein. Ja, aber noch ein Stückchen weiter, hier bei Essing im Altmühltal. Abgesehen davon, dass durch die Straße relativ laut ist, ist hier echt ganz hübsch. Und da ist das Denkmal für den Herrn Deifel. Das war ein Soldat in Napoleons Armee, der hier aus Essing kam. Und nun ja, was man halt so macht, um prominent zu werden.
Mal noch ein Stückchen weiter gefahren, der Altmühl entlang. In die Nähe der Ortschaft Eintal. Hier können wir auch noch ein bisschen im Wald spazieren gehen. Sind sportliche Betätigung, ein bisschen Natur. Das hat alles noch niemanden umgebracht. Ganz im Gegenteil. Ich schätze, ab hier wird es interessant. Und da drüben ist die Burg Brunn auf der anderen Seite vom Tal. Leider fokussiert sich die Kamera jetzt nicht auf die Burg, ja doch jetzt hat, sondern auf die Äste, aber Gott, damals. Das hat hier schon was vom Herr der Ringe oder so Game of Thrones oder irgendwie sowas in der Art. Wow. Ja, an der Stelle. Also es gibt keine diplomatische Art, das auszudrücken, aber allzu fett darf man hier nicht sein. Also ich passe hier gerade so durch. Einer, der deutlich dicker ist als ich, hat hier ein Problem. Ah, haben wir unseren Roller wieder gefunden. Das war jetzt ziemlich anstrengend, aber es hat sich gelohnt. Diese Klamm, ich war da noch nie zuvor, an dieser Eintaler Klamm. Ich habe schon davon gehört, dass Leute gesagt haben, das ist schön, das lohnt sich. Und naja, heute war der Tag. Und ja, nee, war schön, hat sich echt gelohnt. Wenn ihr mal dagegen seid, schaut es euch an. Und wir fahren jetzt erstmal weiter nach Riedenburg und besorgen uns was zu essen. Ich habe nämlich einen riesen Kohldampf jetzt. Und da war ja mit dem Pizzaroller unterwegs, dann gehen wir jetzt Pizza essen. Die Pizza war sehr lecker und hat gut getan. Manchmal ist das genau das, was man braucht. Und wir fahren jetzt von Riedenburg aus, ein bisschen das Schambachtal hoch. Mal zunächst nach Hexenacker und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Schauen wir einfach mal ein bisschen, was wir entdecken noch. Hier bei Hienheim am Limes waren wir für die Videos ja schon ein paar Mal. Darum ist, denke ich mal, hier ein ganz guter Platz, um auf dieses Video zu Ende gehen zu lassen. Der Roller hat wunderbar gehalten, es war ein schöner Ausflug. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und darum wünsche ich euch jetzt gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!